Und damit welcome back, werte Survival-Fans da draußen vor euren Bildschirmen, zu einer weiteren erquickenden Folge Subnautica. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein großes, fettes Messi geht raus an all die Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Leute, wir haben Stromausfall. Scheiß die Wand an. Warum haben wir einen Stromausfall? Wahrscheinlich, weil ich jetzt nochmal so einen zweiten Wasserspender gebaut habe. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wir verbrauchen jetzt aktuell ein bisschen zu viel Energie. Ja, ich war Offtech jetzt nochmal ein bisschen unterwegs. Habe jetzt hier nochmal so eine zweite Wasserfiltermaschine gemacht. Und natürlich nochmal ein bisschen Stuff rangeholt an Ressourcen, die halt jetzt im Grunde sich dem Ende geneigt haben. Dementsprechend haben wir jetzt keinen Strom. Macht aber auch nichts, wir brauchen keinen Strom. Wir können ja auch an sich für Luft hier in unsere Seemotte einsteigen. Da kriegen wir dann Luft. So, perfekt. Ja, Leute, es ist früh am Morgen. Es ist Sonntag. Zumindest in Real Life. Und da dachte ich mir so, okay, ich nehme jetzt, glaube ich, noch eine Folge Subnautica auf, bevor ich dann selber losdüse und in den nächstgelegenen See eintauche. Denn heute wird wunderschönes Wetter werden. Aber davor noch ein bisschen daddeln. Großen Plan habe ich heute keinen. Ich habe mir aber allerdings ein paar Spigger angeheftet an die rechte Seite. Man kann schon sehen, ich möchte so ein paar Dinge bauen. Unter anderem ja Energieversorgung, ist klar. Würde ich sagen, fangen wir vielleicht auch gleich mal mit an. Denn da hatte ich jetzt bisher nur die Solarmodule. Ja, wo hieß der? Hallo, wieso fragst du nicht? Das klappt doch sonst immer so wunderbar. Ach so, wegen dem Strom. Ach so. Ja klar, da dockt er natürlich auch nicht mehr an. Aber ja, jetzt haben wir ja wieder Strom, weil die Sonne aufgeht. Perfekt. Also wir werden jetzt erstmal, ja, kurzzeitig keinen Strom hier haben, aber ist ja nicht so schlimm. Wir sorgen uns jetzt einmal darum. Also, was hatte ich jetzt hier angeheftet? Ich muss mal gucken. Ich hatte jetzt, glaube ich, entweder einen Bioreaktor, kompostiert organisches Material zur Energieerzeugung, oder einen Kernreaktor. Aber ich glaube, Kernreaktoren sind an sich ein wenig teurer. Aber ich schau mal, was dieser erweiterte Kabelsatz benötigt. Kupfer hatte ich nochmal rangeholt. Das kriege ich auch hier, oder? Der Kabelsatz erweitert. Ach du Scheiße, okay, das ist ein Computerchip und Kabelsatz. Gut, Silbererzhammer, das ist kein Problem. Kabelsatz ist somit einmal da. Und ja, das wären zweimal Kupfer, dann haben wir hier nochmal Gold. Ja doch, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir gut hin. Also Silbererz, Tischkorallen, Gold, Kupfer. Klatschen wir einfach mal die Tasche voll. Ich glaube, zwei Kupfer müsste reichen. Gold, Silber hatte ich gesehen. So. Ich glaube, es war nur ein Gold, aber egal, wir nehmen zwei Gold. Was war's jetzt noch? Das können wir schon mal machen. Tischkoralle. Fertig. Ja, und den Kupferdraht, den berühmten, ne? Gut, machen wir. So, Tischkoralle. Wo habe ich den Tischkoralle? Hier habe ich noch ein bisschen Tischkoralle. So, perfekt. So, einmal schnell gezaubert. Waren das jetzt Titanbarren? Oder Plastahl? Oh, Plastahl war das, ne? So, das schon mal. Next Step. Jetzt noch Bläu. So, dreimal Blei mit dabei. Sehr schön. Oh, der ist ja groß. Der ist ja richtig groß, du. Wo stecke ich das Gerät jetzt hin?
Ah, da ist halt der Blick aufs Aquarium, ne? Der schöne Blick aufs Aquarium ist da weg. Aber ich habe halt auch im Moment nicht mehr Baufläche. Könnten wir was anbauen, theoretisch. Aber egal, wir machen das später mal. Setzen den später mal um. Ich würde es trotzdem mal sagen, erstmal hier hin. Dann hoffe ich, dass das Ding für ordentlich Strom sorgt. Exercise caution when handling radioactive materials. Exposure risks corrupting your PDA's recording of the circumstances of your death. Okay, ich muss aufpassen. Okay. Was muss ich da jetzt reinmachen? Kein Reaktor. Was braucht man jetzt hier für Material? Uran? Jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Nein? Ja geil, da habe ich das Ding jetzt erstmal umsonst gebaut, beziehungsweise schon mal vorausgebaut. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht doch nochmal hier diesen Bioreaktor. Da können wir dann unsere Fische wahrscheinlich dann verheizen. Da brauchen wir jetzt ein bisschen davon. So, dann wieder den berühmten Kabelsatz. Silbererz. So. Und ein bisschen Schmiere. Gut, dass ich alles da habe. So. Oh nein, der ist ja auch so riesig. Alter. Ja gut, da muss ich auch erstmal den Platz hier nutzen. Kann ja Gott sei Dank wieder alles umbauen. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Krieg schon 100%, ne? Wurde mir mal in die Kommentare geschrieben? Ja, passt. So, ich hätte das gerne ordentlich. So muss das sein. Perfekt. So, und hier können wir jetzt, ja, ich gehe mal davon aus, Pflanzen, Tiere, irgendwas reinschmeißen. Da habe ich ja so viel davon. Ausprobieren. Es ist drin. Es ist aktiv. Aber wenn man oben jetzt die Energie anschaut, steigt sie ziemlich langsam. Kann man da auch Pflanzen reinwerfen? Theoretisch. Ladestand. 30.500. Das heißt, das muss jetzt erstmal auf 500 hoch. Damit es was abgibt? Nee, ich denke mal, es gibt instant ab, ne? Bleibt dann konstant bei 500. Ja, okay, aber das wäre an sich nicht schlecht. Und es ist egal, was ich reinpumpe. Das pumpen wir mal in uns rein. Bisschen Fuder. Ja, jetzt auch noch, können wir hier noch verheizen. Ich weiß nicht, was besser ist. Pflanzen, Fische. Ich gehe mal davon aus, Fische. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein bisschen effektiver ist. Wir müssen immer hier so ein bisschen das Aquarium ausräumen. Nein, nicht wieder raus. So, nehmen wir mal ein paar Klubscher hier raus. War eh so viele drin. So, und schmeißen die mal alle da rein. So, perfekto. Den Rest können wir erstmal wieder hier eintüten. Ebola, sehr gut.
Naja, dann hatte ich mir ein Kreaturenei ins Inventar gelegt, weil nämlich jemand in die Kommentare geschrieben hat, ich kann hier in dem Lebensform-Zuchtbehälter, kann ich die einfach irgendwie droppen und dann können die schlüpfen. Das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Schauen wir mal. Drop das Ei. Okay. Beatkasten benutzen. Hä? Was kann ich denn hier noch machen? Vorrat, warte mal. Kann ich hier einen Klubscher reinmachen? Nee. Ach, kann ich da die eventuell sogar die Eier reinlegen? Ja, wir werden heute so ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, ich habe heute eigentlich null Plan. Ich habe heute den AB auch noch gar nicht abgehört. Fällt mir gerade ein. Wie gesagt, heute einfach mal so ein bisschen rumschlendern in der Base. Wir haben jetzt hier noch... Das hatte ich, glaube ich, jetzt, ne? Kreaturenei. Davon, davon, davon. Mal von jedem eins. Habe ich hier doppelt. Nehmen wir mal diesen Beetkasten aus. Ne, okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Beet? Also im Grunde kann ich doch jetzt hier Samen reinmachen. Wir haben ja auch so ein Außenbeet. Können wir jetzt vielleicht nochmal gucken, die mal abernten, die Samen dann hier versuchen drin zu ernten. Das könnte ja eigentlich funktionieren. Das jetzt. Ah, da hinten im Eck ist das jetzt. Okay. Da wird schon wieder Wasser produziert. Sehr schön. Ah, hier noch eins ins Eck. Und hier noch eins ins Eck. Dann schauen wir mal. Okay, gut. Dann muss ich euch tatsächlich noch updaten. Wie ich schon erwähnt habe, ich war off-tex unterwegs und habe noch ein paar Rohstoffe rangeholt und ich habe auch Dinge erledigt, die mir in die Kommentare geschrieben worden sind. Unter anderem habe ich mich nochmal aufgemacht zu dieser Degasi-Basis in der Tiefe von 500 Metern. Da ich dort, könnt ihr euch vielleicht erinnern, wo wir da diesen Tintenfisch am Start hatten, da habe ich anscheinend was übersehen und vergessen. Denn ich war da bei dieser einen Station nur irgendwie in dem Erdgeschoss und ich hätte oben auch noch rein können. Da war dann noch ein Zugang und da muss man tatsächlich auch rein. Denn da oben gab es dann auch wieder ein PDA, was ziemlich wichtig ist. Auch so ein Bauplan, glaube ich. Um weiterzukommen, um das Spiel auch durchzuspielen. By the way, vielen lieben Dank für den Tipp. Und ja, das habe ich mir natürlich nochmal geholt, damit wir das auch haben und wir können uns das jetzt mal in Ruhe durchlesen. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Wir schauen mal, was ich da eingesammelt habe. So, Zeitkapsel hatte ich nochmal eine gesammelt, aber die ist jetzt nicht wichtig. Achso, irgendeine neue Tierart habe ich entdeckt. Auch nicht so wichtig, sondern das hier ist dann wichtig. Wir gehen mal auf die 9. Die Gazi-Sprachaufzeichnung. Katastrophe. Ich habe es satt, dass Sie unser Leben riskieren. Ach, halten Sie's Maul, Boss. Der Junge kann ohne Proben für seine Forschung diese Seuche nicht erledigen. Ich bringe die nur hierhin. Bart, sag es ihr. Sag ihr, dass ich recht habe. Ihr liegt beide falsch. Margaret, ich kann nicht herausfinden, wie sie den... Bakterien widerstehen, wenn sie sie alle abschlachten. Ist ja nicht so, dass sie uns den Gefallen tun und lebend hier reinkommen. Er meint, sie waren rücksichtslos? Vater, das Ergebnis wird nicht besser, wenn wir uns hier eingraben und nicht rausgehen. Wir müssen einen Mittelweg finden. Es gibt keinen Kompromiss. Nicht solange sie in meiner Basis ist. Ihre Basis? Ich gehe raus. Bart Torgal hat die Basis verlassen. Es ist, Bart, es ist gefährlich. Verdammt, Junge, ich weiß, dass du mich hören kannst. Böse Geräusche.
Boss, Boss, weg mit dem Kommunikator und setzen Sie Ihren Helm auf. Was? Die Streben. Geräusche eines Hüllenbruchs und von einströmendem Wasser. Das ist nicht gut. Das war die Katastrophe. So, dann haben wir hier nochmal Paul Torgas Aufzeichnung. Das Ende. Es kam aus dem Nichts. Ein fremdartiger Krake, größer als ein Zyklop, hat ein Loch in die verstärkte Hülle gerissen. Ich konnte gerade noch rechtzeitig mein Tauchgerät anlegen. Ich habe es ihr gesagt. Ich sagte, es werden andere kommen. Der Wassereinbruch schleuderte mich aus der Basis. Das Monster machte Kehrt und stürzte sich auf mich. Gerade als seine Fangarme in Reichweite kamen, tauchte Maida aus dem Nichts auf. Sie hatte einen Seegleiter in der einen Hand und ein gezacktes Stück Metallschrott in der anderen. Sie schien das Biest schlachten zu wollen oder beim Versuch zu sterben, mutig. Als letztes sah ich, dass sie das Metall in seinen Nacken gerammt hatte, als das Monster versuchte, sie abzuschütteln und sich windend in der Dunkelheit verschwand. Ich bin sicher, ihr Wunsch hat sich erfüllt, so oder so. Dann war es mir, als sähe ich ein Licht tief unter mir. Ich hoffte, Bart hätte sich vielleicht in Sicherheit gebracht. Ich folgte dem Licht. Jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt etwas gesehen habe. Mein Sauerstoff geht zur Neige, die Basis ist zerstört. Ich kann den Himmel nicht sehen. Irgendetwas hat bestimmt mein Blut gewittert. So, das waren jetzt die neuen Aufzeichnungen. Jetzt können wir mal gucken. Auf dem AB ist jetzt immer noch nichts Neues. Dementsprechend weiß ich auch noch gar nicht, wie es jetzt dann groß weitergeht. Aber ich habe eh noch ein bisschen was vor. Ich will ja weiter bauen. Also ich würde mal sagen, Energy haben wir jetzt erst einmal. Und wir bauen jetzt als nächstes diesen Arm, diesen Roboterarm, ganz oben rechts. Da brauchen wir ein bisschen Lithium. Diamanten, hatte ich auch noch mal ein paar herangeholt. Hier wieder. Danke. Und ein bisschen Titan. So, dann können wir den nämlich auch bauen. Das war ein Modul, oder? Krebsarm-Modul. Gut, haben wir. Dann würde ich das nämlich gerne mal ausprobieren. Wie sieht's im Inventar aus? Nochmal ein bisschen was hier abladen. Heute wird gegammelt in der Basis. Uranit, Ionenwürfel. So. Salz haben wir noch einiges. Und das noch weg. Trinken habe ich. Schnabulieren könnten wir auch noch mal ein bisschen was. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich jetzt für den Kernreaktor noch brauche. Wäre auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Die Eier brauchen, ne? Also ich glaube, hier ist ein richtig aggressives Tier drin. Mir wurde aber in die Kommentare geschrieben und versichert, dass die Tiere dann hier in dem Behälter trotzdem nicht angreifen. Ich bin ja mal gespannt, wie groß die Viecher sind, was da rauskommt. Mal gucken. So, wo habe ich denn jetzt meinen Krebs geparkt? Wo hatte ich meinen Krebs geparkt? Ist Charles? Hinten, lol. Praktisch. Tatsächlich sehr praktischer Parkplatz, oder? Welcome aboard, Captain. Jo, grüß dich. Dann nicht mal Alexa, wer ist das? Ist das Jimmy? Wir nennen ihn Jimmy. Jimmy finde ich gut. So, jetzt müssen wir aber nochmal gucken, wo mache ich denn den Bohrarm ran? Oh, sag mir bitte nicht, ich brauche noch irgendeine Vorrichtung, um diesen Arm anzubauen. Krebs einsteigen.
Gibt's denn nicht irgendwas? Ist oben irgendwo? Vorne? Brauche ich dann nochmal einen Tauchdock? Dock für Fahrzeuge. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dann nochmal so einen Raum brauchen. Dafür müssen wir aber eigentlich dann erstmal wieder unsere Basis verstärken. Ich meine, wir können es ja an sich mal ausprobieren, ne? Welcome aboard, Captain. Jo, Alexa, grüß dich. Na komm. Kann ich hier nicht rein, oder was? Probieren es mal aus. Notfallmäßig, also wenn das jetzt klappen sollte, dann können wir ja hier den Krebs einfach unten stehen lassen. Ist ja scheißegal. Und wenn wir was switchen wollen, dann tauschen wir einfach die Gerätschaften. Brauche ich jetzt eigentlich nicht extra noch so ein Ding dran bauen. Später dann mal. Hui! Oh, nicht ins Loch. Ein tiefes Loch, du. Okay, brauche ich tatsächlich, ja? Ja, na gut. Wo will ich den haben? Hier, oder? Hier ist ganz cool. Jetzt sehen wir den Krebs auch mal von oben. Was können wir denn an sich noch für Module machen für den? Was haben wir denn hier? Tauchtiefe. Grundsätzlich nicht verkehrt. Wärmereaktor. Energiezellen. Okay, das brauchen wir nicht. Sprungantrieb. Starke am Heck montierte Triebwerke heben den Krebs in die Luft. Das wäre grundsätzlich auch nicht verkehrt. Oh, kristalliner Schwefel. Da habe ich nicht viel von. Ermöglicht den Abbau von großen Ressourcen. Das haben wir. Feuert einen Wurfhaken zur verbesserten Fortbewegung. Das finde ich auch ziemlich geil. Aber dann kann ich mich nicht mehr groß wehren, ne? Schubkanone, starke industriellen Einsatz, passend für den Krebs. Damit können wir uns ja auch irgendwie fortbewegen. Torpedos aufklappen. Magnetit und Titan. Ja, auf Kämpfen wäre ich jetzt nicht aus. Erstmal. Ich finde den Wurfhaken ganz interessant und die Schubkanone. Ich will jetzt eh erstmal nur ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wo wir hier irgendwo so eine Quelle haben zum Abbauen. So, gehen wir mal los. Dann schauen wir mal. Ich glaube, die Richtung ist ziemlich bescheuert. Ich glaube, hier gibt es nicht groß was zum Abbauen. Wahrscheinlich ist die Tauchtiefe auch ein bisschen zu krass dann. Klapperst du an mir? Die ganze Zeit irgendjemand knabbern. Boah, das ist aber schon ein bisschen blöd hier, ne? Vorher nochmal den Scanner abchecken sollen, ne? Hätte mir bestimmt angezeigt, wo es Ressourcen gibt. Ah, hier, guck mal. Was haben wir denn hier? Lithium. So, jetzt gucken wir mal, wie viel da rumkommt. Okay, also wird automatisch verstaut, das ist schon mal ganz nice. Die Bohraktion selber dauert schon ein bisschen länger. Ja, es kommt bei rum, ne? Das ist die Frage.
Das ist ja 7 Kracherfischei, habe ich entdeckt. 8. Zehn sind wir jetzt. 11. Super viele Eier. 12, 13. Ja. 10 bis 15, würde ich mal sagen, oder? Geht dabei rum. Ist grundsätzlich ziemlich gut. Da kann man an sich nicht meckern. Was haben wir denn da drüben? Das ist bestimmt Salz. Oh, haben wir hier Kupfer? Oh, bitte lass es Kupfer sein. Yeah! Den nehmen wir noch mit. Kupfer habe ich auch nur eine Handvoll zu Hause. Thema ist das ganz gut jetzt. Dann werden da unten 6 Slots, ne? 2x Arme. Weiß nicht, wo das mit dem Torpedo befestigt wird. Vielleicht oben drauf, noch auf dem Kopf oder so. Müssen wir mal schauen. Oder dann sicherheitshalber vielleicht doch mal ein paar Torpedos. Ich hätte aber lieber so ein Schild eigentlich. So wie bei Charles. Die Inventar voll. Dann mach das mal weg hier. Bitte. Das muss echt erst ins Inventar ziehen, um es rauszuschmeißen. Oh Gott. Wie umständlich. Welcome aboard, Captain. Danke, Jimmy. So, nehmen wir den noch auf. Okay, dann haben wir das auch mal ausprobiert. Chillig. Dann gehen wir jetzt nochmal spazieren nach Hause. Wir bräuchten hier auf jeden Fall mehr Antrieb. Eine Stufe, dass wir noch tiefer kommen, hätte ich mal gesagt. Turnei, ja, nimm mal mit. Nichts mehr Platz? Gut, auch egal. Ah, häng ich jetzt oder was? Aber ich sag mal so, eigentlich der Krebs, ne, ist nur fürs Abbauen wichtig. Würde ich jetzt mal behaupten. Als Gefährt wäre dann der, weiß gar nicht mehr wie er heißt, Zyklop, ne? Zyklop war das. Komm hier nicht hoch. Ja, Zyklop wäre wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller. Das Gefährt. Wenn wir dann an den Zyklopen noch... Oh, komm ich da hoch? Komm schon! Ah, gib mir was! Ja, das ist gut. Zwischenebene. Wenn wir dann hier diesen Zyklopen... den Krebs noch an den Zyklopen ranbasteln könnte, das wäre der Hammer. Das würde ich richtig feiern. Gehen nach Hause, gönnen uns eine Pause. Okay, aber dann habe ich eigentlich eh alles gemacht, was ich heute machen wollte. Für die nächste Folge habe ich dann im Grunde auch noch keinen Plan. Das ist schon echt mühselig, mit dem Krebs hier voranzukommen. Mann, ist das eine Meile. Wahnsinn. Das ist ein sehr interessantes Kreaturenei. Ist das der Blähfisch? Mal mit. Und weiter geht's. Yippie-oje, wir sind zu Hause. Top. So,
Jimmy kommt erstmal hier hin. Machen wir mal Jimmy noch leer. Parken Charles mal wieder richtig. Welcome aboard, Captain. Alright, sehr gut. Jetzt ist halt die Frage, was kommt als nächstes? Okay, aber wie geht's an sich jetzt bei der Story eigentlich weiter? Also wir hatten ja jetzt hier das Ende sozusagen. Wir haben aber auch keine neuen Signale bekommen, oder? Gazi, nee, Rettungskapsel 19. 500 Meter, die Gazi. Die habe ich ja eigentlich alle abgehakt. Wahrscheinlich müsste ich mich jetzt nochmal da durchlesen. Ist noch irgendwo ein Hinweis, wo ich jetzt hin muss als nächstes? Oder ihr gebt mir den Hinweis in der Kommentarleiste. Schauen wir nochmal schnell zum Zuchtbehälter. Oh! Da ist was geschlüpft. Der hier, oder? Der Kleine da. Der kleine Frechdachs. Der ist neu. Der Kracherfisch. Die anderen sind alle schon geschlüpft. Okay, was ist denn noch dazu gekommen? Ich weiß es nicht, aber wir können auf jeden Fall das hier nochmal reinballern. Was hier wird? Was könnte das werden? Sieht mir aus wie ein Tintenfisch, ja? Einer von den fetten Tintenfischen? Weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Das wäre es erstmal gewesen für heute. Und natürlich bedanke ich mich bei jedem da draußen, der mit dabei war, fürs Zusehen. Und wünsche euch jetzt noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich supporten wollt, lasst mir einen Daumen da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sexy und geschmeidig bleiben. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.